Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Willkommen bei einer neuen Episode des WTU-Podcasts We Move People. Heute wieder mal mit mir alleine, mit AJ. Im heutigen Podcast geht es um die kleine Idee. Die kleine Idee ist eigentlich ein Movement, eine Form im Wing Chun. Sie heißt Xiongnim Dao, die kleine Idee der menschlichen Bewegung, die kleine Idee der Kampfkunst. Die kleine Idee ist das, was allem zugrunde liegt. Im normalen Wing Chun, im traditionellen Wing Chun hat sie 8 Sequenzen, im WTU Wing Chun hat sie 9 Sequenzen. Weshalb heißt das erste Movement, die erste Form, kleine Idee? Es ist in jedem Bereich wichtig, dass man, wenn man an eine Sache rangeht, die richtige kleine Idee hat. Stimmt nämlich diese kleine Idee nicht, dann ist das, was man daraus zu entwickeln beginnt, was man drauf zu bauen beginnt, ein Kartenhaus auf wackeligen Beinen, was früher oder später zum Einsturz kommt. Ist auch gar nicht anders möglich. Das ist nicht nur bei unserer Kampfkunst so, das ist nicht nur bei der menschlichen Bewegung so, das ist in jedem Bereich so. Ob es jetzt ein Businessbereich ist, ob es eine neue Beziehung ist, ob es ein neues Hobby ist, eigentlich an jede Sache, an die wir rangehen, jedes Projekt. Wir brauchen die richtige kleine Idee am Beginn. Die kleine Idee ist aber nicht etwas, was gleich bleibt. Die kleine Idee beginnt sich auch zu entwickeln. Aufgrund von unserer Entwicklung, unserem Verständnis, unserer Einsicht beginnt auch die kleine Idee immer klarer zu werden. Die kleine Idee selber ist ein Prozess, der sich verändert. Die kleine Idee ist auch kein Automatismus, dass man oft versteht, ja, wenn man etwas lernt, man kann es dann, wenn man es automatisch macht. Nein, die kleine Idee ist, dass man immer mehr Bewusstsein von etwas kriegt, dass die Aufmerksamkeit immer gesammelter und präziser wird. Es hat also nichts mit einem Automatismus zu tun. Automatismus würde ja heißen, dass weniger Bewusstsein drinnen ist. Da ist nichts mehr, was bewusst drauf schaut und es kontrolliert, sondern es läuft einfach automatisch ab. Automatismen sind so etwas wie Konditionierungen, die man durch Reizauslösung eben auslösen kann und dann beginnen sie abzulaufen. Und das ist für fast jeden Bereich, wo man sich über die normalen Grenzen hinaus entfalten möchte, eigentlich kontraproduktiv. Überall dort, wo wir etwas Neues schaffen, wo wir menschliche Freiheit empfinden wollen, brauchen wir andere Grundlagen. Und diese Grundlagen bauen auf Bewusstsein, auf Aufmerksamkeit, auf Willen. Habe ich eine verkehrte kleine Idee, dann beginne ich auf die falschen Punkte zu schauen. Ich beginne da die falschen Wege zu gehen. Ich beginne mehr oder weniger die verkehrten Koordinaten für die Reise, die mich zu meinem Ziel führt, zu achten und beginne aus dem Grund in die Irre zu gehen. Die kleine Idee schult unsere Qualitäten in jedem Bereich, nämlich nicht unser quantitatives Handeln, sondern unser qualitatives Handeln. Die kleine Idee schult unsere Anpassungsfähigkeit. Denn damit wir uns an die verändernden Umstände anpassen können, müssen wir sehr beweglich sein. Wir müssen beweglich genug sein, egal was auftritt, sofort damit wieder umgehen zu lernen. Es geht also darum, Prinzip, das hinter der Handlung liegt. Wir dürfen nie glauben, dass wir irgendetwas endgültig wissen. Wir dürfen nie glauben, dass wir die absolute Wahrheit von etwas haben. Nein, die werden wir nie haben. Wir werden nie etwas so können, dass dort nichts mehr zu lernen ist.
Nein, es ist alles ein fortlaufender Prozess, der sich Punkt für Punkt für Punkt weiterentfaltet. Und durch die richtige Grundlage, durch die richtige Idee, die wir auch permanent verbessern und neu ausrichten, bleiben wir den Koordinaten treu und es entwickelt sich natürlich und ökonomisch aus sich selbst heraus. Wie eine Pflanze, die aus dem Samen heraus wächst. In diesem Samen ist schon die fertige kleine Idee der Pflanze drinnen. Und dann kommen die äußeren Umstände, die natürlich sehr verschieden sein können, dazu. Und das ist das Umfeld. Das ist die Umwelt. Und die Umwelt und das Umfeld sind das, was die Vorlage bildet. Dort gibt es Probleme, dort gibt es Schwierigkeiten. Und diese Probleme und Schwierigkeiten sind das Material, an dem die kleine Idee sich zu verändern, an der sie immer klarer zu werden beginnt. Wären diese Schwierigkeiten nicht da, würde das nicht auftreten, dann würde ja gar nicht offensichtlich werden, was nicht stimmt. Für mich selber ist das kleinste Experimentierfeld für dieses Basis, für diese kleine Idee, meine Kampfkunst WTU Wing Chun. Hier ist das Experimentierfeld, mein eigener Körper, wie ich mit ihm umgehe, wie ich ihn ansteuere. Hier ist ganz alles ganz, ganz offensichtlich, wie ich mit meiner Umwelt in Wechselwirkung trete, wie ich mit den Kräften umgehe. Das nächste Feld, auf dem ich es lege, ist mein Wing Chun Universe. Das heißt, sind unsere Masterclass, das sind unsere Schulen, das sind unsere Lizenzschulen. Wie legen wir die kleine Idee in diesen Feld um? Auch dort ist es wieder wichtig, was die Basis ist, was das Prinzip dahinter ist. Auch dort muss es genauso stimmig sein. Und dann kann man es natürlich in jeden anderen Bereich des eigenen Lebens zu übertragen beginnen. Wenn wir uns das WTU Wing Chun anschauen und hier das erste Movement anschauen, die Sionim da, und uns die ersten beiden Sequenzen anschauen, dann könnte man sagen, an der Art und Weise, wie jemand diese ersten beiden Sequenzen ausführt, also die kleine Idee in der kleinen Idee, erkennt man, wie gut er wirklich ist. Wie viel Bewusstsein er wirklich von der Sache hat, die er da macht. Natürlich haben wir auch hohe, hohe Fachkompetenz im WTU Wing Chun. Und natürlich hat man in anderen Bereichen nicht diese Fachkonsequenz und aus dem Grund muss man dort selbst lernen. Und wie schaue ich persönlich, wenn ich irgendwo mein Wissen erweitern will, worauf schaue ich? Ich schaue darauf, auf die kleine Idee, die dieser Mensch in seinem Feld hat. Wie die Sache sich, was er sagt, wie sich das stimmig aus dem heraus entwickelt, was er sagt. Also wie stimmig seine kleine Idee in seinem eigenen Feld ist. Und ist das stimmig, dann ist es für mich in Ordnung, dann ist es für mich etwas wie unser eigenes WTU Wing Chun und dann weiß ich, dort kann ich etwas lernen. Dort kann ich mir eine Methodenkompetenz für meine Fachkompetenz aneignen und dadurch es wieder erweitern. Für mich ist es so, wenn etwas wirklich qualitativ hochwertig ist, wenn etwas wirklich stimmig ist, dann geht es in die Tiefe. Es geht in die Tiefe und es beginnt sich dadurch auf das Wesentliche zu reduzieren. Es wird einfacher. Wenn man etwas wirklich kann, dann ist es einfach geworden. Und dann kann man es auch sehr einfach darstellen. Es ist nicht leicht. Ich sage gerne im Unterricht immer, es ist einfach, aber nicht leicht. Es ist einfach, aber es zu machen fällt uns nicht leicht, weil wir noch nicht diese Einfachheit in uns erreicht haben. Und diese Einfachheit hat mit der kleinen Idee zu tun. Je mehr wir etwas zu verstehen beginnen, desto einfacher wird es und deshalb desto klarer wird unsere kleine Idee, unsere Sionim da. Als letztes großes Feld könnten wir das Leben selbst nehmen und die kleine Idee des Sionim da
hinter unserem Leben zu verstehen und zu suchen beginnen. So, das war der Podcast zur kleinen Idee. Ich hoffe, du kannst ein paar Impulse für dich herausziehen. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss!